Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur zweiten Folge von This War of Mine. Das ist jetzt der dritte Aufnahmeversuch oder so, weil zwischendurch wurde ich angerufen und sonst hast du nicht gesehen, was ich was. Und sowas habe ich ungern in der Aufnahme drin, da ich gerade angefangen hatte. Passt schon. Wie sieht's aus? Also hier, sie ist leicht krank. Kriegen wir hin. Die schläft einfach den ganzen Tag durch und passt schon. So, ihm hier geht's wieder besser. Ende der letzten Folge war er normal krank. Gott sei Dank nicht schwer krank, aber normal krank. Und wir brauchen Medikamente. Ja, wie kommen wir an Medikamente? Richtig, ich muss in dieses besetzte Haus oder in dieses Wohnhaus rein. Und ich glaube, ich werde sie hier schicken, weil sie gut im Schleichen ist. Und naja, ich möchte halt keinen aus der Gruppe verlieren. Also, ich weiß, da sitzt ein Typ mit Schrotflinte drin. Der hat uns letztes Mal schon bedroht. Und hat gesagt, dass wir uns verziehen sollen. Ja. Ich habe mich über diese Öfen kundig gemacht. Also ich brauche viel Electronic Parts, um dieses Thermostat zu craften. Und dafür eine erweiterte oder professionelle Werkbank. Also dritte Upgrade-Stufe, denke ich mal. Weil auf der zweiten kannst du es noch nicht bauen. Und die dritte Stufe, die kostet halt ein bisschen, ne? Und dann da unten hatte ich ein paar Mal jetzt so eine Kräuterwerkbank gebaut, weil ich schon alles fertig haben wollte, gerne, bevor wir anfangen. Hab dann aber festgestellt, dass ich da nur Kippen drehen kann. Theoretisch könnte ich da, wenn ich Alkohol mache, also schlechten Alkohol mit Tabak zusammen, irgendwie Kräuterzigaretten machen. Und ja. Ach Quatsch, diese Kräuterpillen machen. Und die würden mir zumindest helfen. Hungrig, leicht krank. So, du bist aber. Ich weiß, ihr seid alle hungrig. Morgen gibt's was zu essen. In Klammern hoffe ich. Ich kann halt wegen diesem blöden Schnee nirgendwo hin. Der Militärstützpunkt, der ist zu gefährlich. Ja, weil da ist alles voll mit Soldaten mit Sturmgewehren. Das schaffe ich nicht, glaube ich nicht. Wo ist hier. Vorsicht geboten da. Kleines Wohnhaus, das brauche ich. Huh, ich dachte schon, ich habe vergessen, ein Messer zu machen. Dietrich brauche ich auch. Da oben gibt es eine verschlossene Tür. Also ich versuche diesen Typen mit Schrotflinte abzustechen. Ich hoffe, ich verkacke das nicht. Wirklich, weil es ist überlebensnotwendig, dass ich das schaffe. Durch den Keller durchgraben würde einfach zu lang dauern. Immer weiter schleichen. Mann, warum machst du die Tür denn mal auf? Solltest da durchgucken. Ganz sneaky ranschleichen. So, und dann. Da habe ich noch eine Tür gehört. Wo sind die anderen? Es ist kalt draußen, wieso lüftest du denn? Gut, das haben wir geschafft. War das denn mit der Schrotflinte? Er hat eine Pistole. Er hat eine. Eine Militärweste, ja. Nichts zu essen und keine Medikamente, aber eine Schrotflinte. Egal. Passt schon, die Schrotflinte nehme ich auch mit. Genauso wie das Messer, dann haben wir nämlich zu Hause was.
So, wir massakrieren hier einfach ein paar Leute ganz stealthy. Holz kann ich immer brauchen zum Heizen. Super, wenn man gut im Schleichen ist. Das ist wirklich praktisch. Den Typ mit der Schrotflinte haben wir ausgemerzt. Hier ist nichts. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Da ist der Kühlschrank. Habe ich den geplündert? Das ist die Frage. Zucker, Wasser, ist ja sonst noch irgendwas? Ein Teddybär brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, wonach ich jetzt primär gerade suche, sind Medikamente. Da. Worauf kann ich noch am ehesten verzichten? Der Dietrich war zu wertvoll. Dass ich da jetzt drauf verzichte. So. Gucken wir mal rein hier. Ein Helmfragment, ein Gitarrenfragment, Munition. Die Munition, die kann ich mir mitnehmen. Bis auf 20. So. Ja, es ist ein Ausrüstungsschrank abgeschlossen, aber ich sag mal, noch brauche ich den Helm und sowas nicht. Die Weste, die könnte ein Leben retten. Die Tür ist abgeschlossen und hier habe ich keinen Dietrich mehr. Bin ich voll? Ne, ich habe noch einen Platz. Den will ich nicht verschwenden. Schön, wie wir alles mit dem Messer geregelt haben. Ganz seltsam. Ich hatte die Schrotflinte nicht gebraucht, weil ich den Typen, der wichtig war, direkt als erstes umgenietet habe. Schmuck oder die Zigarette? Die Zigarette, die wird eh nur aufgeraucht. Nehmen wir den Schmuck mit. So. Da unten ist auch noch jemand. Ich will bei der nächsten Plündertour nicht überrascht werden. Ist das eine Ratte oder ist das ein Mensch? Ach, scheinbar nur eine Ratte, okay. Was zu essen? Was zu essen ist wertvoller als der Schmuck zum Beispiel. Schmuck liegt unten im Haus, das ist okay. Ich find's blöd, dass ausgerüstete Dinge mich auch einen Slot kosten. Da hatte ich schon mal angefangen zu graben, wir graben mal weiter. Vielleicht kommen wir dann hier gut raus. Wir haben alle im Haus massakriert und es gab einen, der was dabei hatte. Einen. Es ist, ich sag mal, eigentlich ist es ziemlich traurig, dass einer jetzt bewaffnet war und der Rest nicht. Deswegen wahrscheinlich nur Vorsicht ist geboten, nicht Gefahr. Ja, hat sich aber gelohnt, wirklich. Also wir haben gutes Zeug zusammenbekommen. Hat sich gelohnt. Ich meine, klar, du kannst eine Schrotflinte kannst du nicht essen. Ja, aber reicht das? Na komm, ich will nicht riskieren, vom Scharfschützen geholt zu werden, weil wir zu spät aufbrechen. Das können wir uns nicht leisten. Da, ihr hört die Uhr ticken im Hintergrund. So, solange ich da noch ein Quänkchen weiß ist, bin ich zeitig zurück. So, das ist so die Regel. Ich meine, ich kann die Hütte jetzt einfach frei ausnehmen. Ich nehme nächstes Mal noch einen Dietrich mit und dann kann ich die Hütte ausnehmen, wie ich will. Der sechste Tag. So, die setzt sich hin.
Es war schwer dran zu kommen. Ich hätte niemals jemanden. Ich würde. Aber ich habe keine Wahl. Ihr müsst mir glauben. Töten ist schrecklich, aber was blieb. Ja, sonst hätten die mich umgeknallt. Weiter herumgekommen als mein Unverwandter und ich habe Berühmtheiten getroffen. Und Leser fand meine Interviews und lustig und prägnant. Aber wenn ich versuche, meine Erlebnisse niederzuschreiben, dann kann ich es nicht. Ich möchte meine Verwandten finden und sie umarmen, statt über sie zu schreiben. Ich wünschte, ich hätte es oft gesehen. Hat es im Moment nicht einfach. Wir sollten sie unterstützen. Jetzt ist sie bestürzt. Alle sind bestürzt. Warum denn? Kann ich mit irgendwem reden hier für... Ist immer noch krank, dann nimm jetzt Medikamente noch, bist du nicht chronisch depressiv. Das ist das Problem am Töten. Wenn du tötest, das geht dir immer an die Nieren. So, aber welche Wahl hatte ich? Ich meine, ich hatte die Schrotflinte, klar. So, aber wenn die noch irgendwo eine Waffe gehabt hätten, das, was ich nicht wusste. Ich wusste nur, einer hatte eine Schrotflinte, weil der auf mich gezeigt hat damit, ja. Und gesagt hat, dass ich mich verziehen soll. Ja, gar keine blieb dir. Du hattest keine Wahl. Du hattest keine Wahl, so sieht's aus. Du hattest einfach keine Wahl. Darüber reden wollen sie noch nicht. Jetzt habe ich Waffen. Jetzt bin ich gegen die Plünderer gewappnet. Wir können jetzt überleben. Das ist doch auch was wert. Was machst du jetzt da? Geh pennen. Die einzige, die hier essen darf, ist die hier, weil sie Hunger hat. Ich muss mit dem Essen irgendwie wirtschaftlicher denken. Das Problem ist, also hungrig ist ja vielleicht noch okay. Hunger dürfen sie noch haben, aber sehr hungrig wird schon danach, kommt ja schon verhungern. Und ich muss hier Holz nachlegen. Beziehungsweise Brennstoff. Jetzt wird die Bude hier wieder zu kalt. So, heizt die Wohnung auf. Alle depressiv hier. Was ist, Mann, warum sind denn alle depressiv? Geh Schnee schippen. Ach, Mann. Ja, das Problem ist, als die meisten wichtigen Spots erreiche ich wegen Schnee nicht. Eine halbe Stunde Schnee schippen, komm. Mach die Tür zu, Zugluft. 15 Grad ist okay, aber mir geht auch langsam der Brennstoff aus, oder? Ich habe jetzt 3 Schnee, Bücher, 9 Brennstoff habe ich noch. Ich habe auch Waffen, wie gesagt, also im Prinzip brauche ich nur ein Messer. Den Rest haben die hier zu Hause. Aber nicht mal das mehr, morgen nur ein Dietrich. Nehme ich den Rest mit, außer ich komme woanders hin. Beziehungsweise in der Nacht. Ja, in der Nacht brauche ich jetzt nur Dietrich. Ja, dann kann sie plündern gehen. Ja, aber andererseits, sonst hätten die sich schlecht gefühlt, weil ich geklaut habe oder was. Leicht auf Medikamenten, traurig. So, du gehst plündern, du gehst schlafen, du stehst wacher. Ja, das schaffst du mit dem Messer nicht. Da muss ich.
war das jetzt? War das vor ein Tagen? Kleines Wohnhaus war das. Vor allem, warum haben die so viele Waffen? Das mussten Banditen sein. Also ich persönlich fühle mich nicht schlecht, weil wenn jemand Waffen hat, so, dann. Ja, ganz ehrlich, das waren noch Banditen. Ich meine, so viele Waffen, wie die gehortet haben, muss doch einen Grund haben. Ich meine, dann war es nur kaputt. Nee, ich rede mir das jetzt ein, dass, weil die Waffen hatten, dass es nichts Schlechtes war. Außerdem haben wir die Medikamente gebraucht. Klar, ich sag mal so, man kann sich jetzt dieses Massakrieren, kann man sich jetzt nicht schönreden, aber naja, was sollen wir tun? Hätte ich nichts gemacht und wäre nicht gegangen, ich garantiere euch, die hätten mich mit der Schrotflinte einfach abgeknallt. Das ist mir schon mal in einem anderen Spiel schon passiert. Da habe ich gedacht, ach, ich tue denen nichts und ja. Dann wurde mir in den Rücken geschossen. Freundlich, wie die Leute waren. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, lieber die als ich. Und Medikamente. Deswegen war hier abgeschlossen. Medikamente. Okay. Munition nehme ich mit. Hemdteil nehme ich mit. Ja, gut, den Teddy brauche ich jetzt nun wirklich nicht. Kann man die hier stapeln? Nein, die sind nicht stapelbar. Okay. Ich gucke mal, ob ich noch was zu essen finde, weil das Priorität hat. Oder ob ich generell noch Medikamente oder irgendwas Stapelbares finde. Eine Zigarette. Was ist wichtiger als eine. Ja, komm, die hier brauche ich jetzt. Hier nehmen wir die. Die Zigarette hat da mehr Wertigkeit, würde ich sagen. Ich weiß, ich laufe Gefahr, dass die Zigarette einfach nur geraucht wird, aber ich habe nicht vor, wiederzukommen. Deswegen nehme ich jetzt das mehr Wertvollste mit, was ich hier finden kann noch. Außer ich sehe jetzt halt noch einen riesen Vorrat an Materialien, aber. Dem ist nicht so. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Noch irgendwas Wichtiges? Ach, der Schmuck. Warum kann ich davon eigentlich nur zwei stapeln? Hier, diese Kräuter. Da ist der Schmuck, der ist Handelsgut. Mit dem kann ich dann noch irgendwas Überlebenswichtiges kaufen. Also Schmuck packe ich immer ein. Ich ziehe Essen und Medikamente allerdings allem anderen vor. Und so, es ist halt durch diesen begrenzten Platz, muss man wirklich Prioritäten setzen. Und das ist wirklich nicht immer schön. Weil es gibt halt Dinge, da denkst du dir, die brauche ich unbedingt. Und da musst du halt drauf verzichten. Hier Zucker zum Beispiel brauche ich eigentlich gar nicht. Eigentlich ist Zucker nicht so nötig. Schmuck habe ich. Hier die. Davon muss es doch noch irgendwo was geben hier. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Oder Holz. Ne, hier. Tschüss, wir sind weg. Das Haus ist weitestgehend ausgeplündert. Also es ist jetzt nicht 100% leer. Ist aber auch nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm. Boah, das war. Ja, das war wirklich ertragreich, aber es ist schon wieder kalt. Also es ist, naja. Tag und Nacht, ja, wir haben langsam Knappheit.
Das ist so, das ist das nächste Problem. Diese Gruppe, die wird immer stärker irgendwie. Warum die auch immer, die immer stärker werden? Ich dachte gerade, ich habe einen Herzschlag gehört. Das wäre, dass irgendjemandem richtig schlecht geht. Wie hungrig seid ihr denn? Ja, nur hungrig. Alkohol konnte ich leider keinen finden. Ich werde dann mal, wer ist denn gut im Falschen? Na, sie ist gut im Schleichen. Arika ist gut im Schleichen. Katja wird morgen rausgehen zum Militärstützpunkt und dann machen wir das da hier. Kräutermedikation. Also sag mal, die Grundversorgung ist gesichert. Also, sie ist einfach nur depressiv. Ja, da hilft auch Alkohol tatsächlich. Aber wenn die chronisch depressiv sind, gibst du denen einfach eine Pulle zum Trinken. Und gut ist. Ansonsten hilft auch irgendwie miteinander reden. Aber es wird dadurch nicht besser, habe ich das Gefühl. So, ich würde sagen, eigentlich ist der Alkohol zu wertvoll, als dass ich ihn einfach aus der Hand gebe zum Trinken. Aber was will man machen? Ich muss mal das Thermostat hier verbessern. Ach ja, genau. Dann, was haben wir noch? Verbesserter Ofen verbrennt nur den Treibstoff langsamer, sag ich mal. Ja, ich habe nicht genug davon. Also ich brauche noch zwei elektrische Teile. Holz, vor allem Holz. Brauchen wir einen Stuhl? Erzählen ihr, dass wir einen Stuhl brauchen? Gewährten mir eine kurze Ruhepause. Alle Löcher an den Wänden sind mit Brettern zugenagelt. Ja, dann haben wir Waffen. Das passt schon. Das passt schon. Die Gitarre werde ich auch. Das ist jemand an der Tür. Du hast Türdienst, weil der Rest hoffentlich schläft. Ja. Was zum Tauschen? Ja, perfekt. Gucken wir mal, was hast du denn? Essen brauche ich vor allem jetzt gerade. So, dann lass mal gucken. Mal Gemüse hast du. Hast ein bisschen Alkohol und Zeug. Hier, Schnee. Nimm Schnee. Schnee will er nicht. Ja, das, damit kann ich nichts anfangen. Den Helm kann man reparieren. Wir können uns einigen. Bitte, ich habe nur einmal Gemüse von dir gekauft. Da geht doch mehr. Wie teuer? Hast du Konserven? Natürlich hat er keine Konserven. Das reicht nicht, bitte. Okay, es ist. Ich brauche Sachen zum Heizen, aber da hat er nichts mehr, ne? Da hat er nichts mehr. Ich gebe hier meinen guten Schmuck gerade raus. Ich habe eine Grundversorgung hergestellt, aber ich habe nicht genug Nahrung. Was kann ich dir geben für Nahrung? Hier Zucker brauche ich momentan nicht. Sei nicht so gierig, Mann. Ach, die ist gut im Schleichen, warte. Hier geh du mal in die Tür und mach mal den Deal bitte, weil irgendwie. Zugluft kühlt aus. Bisschen rennen, hält warm. So, jetzt gucken wir mal, wie die Preise aussehen. Das hier ist Schmuck, ja. Schmuck. Wenn du wüsstest, was ich dafür machen musste. Brennstoff? So kein Brennstoff. Wertvoller Tauschgegenstand. So, ich möchte von dir dafür doch nur was zu essen. Nicht unbedingt dein Gemüse, gib mir dein Gammelfleisch. Das reicht nicht. Sei nicht so gierig, verdammt ich noch eins. Sei nicht so gierig. Wir haben alle wenig, ja? Wir müssen einander helfen. Wenn ich denn. Das Ding ist bei dem Zeug, was der bei hat, ne? So, ich weiß, das klingt jetzt böse, aber wenn ich ihn umnieten würde, bin ich reich. Dann habe ich ausgesorgt erstmal. Hier, die Zigarette, die ist auch noch Handelsware. Das reicht nicht. Boah, weißt du, was ich für das Zeug riskiert habe, Junge? Was kann ich noch abgeben? Hier Zucker, komm, nimm den Zucker.
Ja, geh mal weg. Wie hungrig seid ihr? Nur hungrig, nur hungrig. Auch ein, ja, ich will halt nicht, dass sie jetzt die Zigarette verbraucht. Also, wie gesagt, Zigaretten sind zu wertvoll, als dass ich die einfach rauchen lasse. Vielleicht hilft das gegen die Depression, aber wer weiß. Er wird schon wieder kalt. Der pennt, die pennt, dann kannst du mal hier heizen. Mein Brennstoff dürfte auch langsam knapp werden. Einen noch. Diesen Gammelfilter brauche ich. Können wir den eigentlich herstellen, den Filter? Ja. Kostet mich ein paar mechanische Teile, das ist aber verschmerzbar. Das ist alles machbar. Dass wir beim letzten Mal Glück hatten, ja, komm, erzähl nicht sowas. Wir hatten, das war Können. Wir sind gut ausgestattet. Ja, schusssichere Sachen. Dann haben wir. Ja, wir haben so ziemlich das, was wir brauchen. Alles cool. Wir haben erstmal Wasser, ja. Diesen ganzen Schnee, mit dem wir eh nicht weghandeln können, haben wir jetzt in Trinkwasser umgewandelt. Dafür zu reparieren. Soll auch gegen Depressionen helfen, habe ich mir sagen lassen. Nur deswegen habe ich die kaputte Gitarre. Hoffentlich ist es nur leeres Getöse wie üblich. So, gucken wir nach dem Wetter. Immer schwerer an Feuerholz ran. Temperaturen sehr niedrig, gefällt mir halt nicht. Klassische Musik. Intervention ist jetzt bekannt. Der Waffenstillstand kann in 8 Tagen erwartet werden. Ich muss noch 8 Tage durchhalten. Das schaffen wir. Komm, 8 Tage. Das muss auch zu schaffen sein. Noch 8 Tage überleben. Das ist zu schaffen. Das habe ich schon mal geschafft. Das geht. Wir dürfen nur nicht erfrieren. Das ist. Wie viele Medikamente habe ich? 3 Kräutersachen. Nicht mal die guten. 8 Tage, das ist zu schaffen, das ist machbar. Ich habe zwar leider keinen Alkohol zum Handeln, aber 8 Tage ist schaffbar. Zigaretten sind nicht so wichtig. Die haben wir weggetauscht. 8 Tage ist nicht schlimm. Gut im Falschen. Okay, jetzt lass mal überlegen. Nein, du plünderst nicht, du stehst Wache. Wir gucken mal, was wir zum Plündern haben. Du schläfst. Dann haben wir wenigstens einen, der fit ist. Militärstützpunkt.
Eine Menge. Etwas Lebensmittel. Medikamente, große Menge, einige Menge Teile. Haben wir noch irgendwas anderes hier? Komm, hier muss doch noch was sein. Irgendein anderes Ziel, was ich ansteuern kann. Vor 3 Tagen besucht. Der Kampf gegen der Säge nicht weiter, ne? Ach, Mist. Der Militärstützpunkt, der wird unfruchtbar sein. Es ist mir zu schwierig, die alle umzunieten. Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente. Jetzt muss ich überlegen. Den oben auf dem Turm, den kann ich easy ausschalten, habe ich ein Sturmgewehr. Mit dem Messer. Muss ich hoffentlich ein Sturmgewehr, dass ich ein Sturmgewehr umgeknallt kriege. Okay, machen wir Folgendes. Das bringt mir nichts. Okay, du kriegst ein Messer mit, du kriegst die kugelsichere Weste mit. Hast du noch 10 Platz übrig, wie jeder andere auch. Hättest du nicht 15 Platz haben können. Die Pistole gebe ich zum Handeln vielleicht weg. Damit ich dann wenigstens Essen nach Hause bringen kann. Die haben Essen, ich weiß, dass die Essen haben. Da oben ist einer am Turm. Da auf dem Dach gibt's Loot. Der ist bereit zu handeln. Aber auch nur, ich sag mal, auf gewisse Art und Weise. So. Ich will Dosen haben. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Scheiße. Er hat eine Pumpe mit. Ich war bereit, die Pistole zum Handeln wegzugeben, aber das reicht nicht. Nehmen wir die raus, die Konserve. Sei nicht so gierig, verdamm ich noch eins. Fuck, ich brauch den Platz auch, ne? Habe ich wenigstens eins, was seine Bürgerpflicht erfüllt. Scheiß Abzockkurs. Schnell runter. Nein! Nein! Oh Mann! Ach Scheiße! Mist! Ah, fuck. Scheiße!
Ich werde sie vermissen. Die muss morgen raus. Ich brauche die Sachen von Katja wieder. Die sind nicht entbehrlich. Du haust dich hin. Wie viel Hunger habt ihr? Nur hungrig. Ja. Ich brauche die Sachen zurück. Und vielleicht kann ich das Sturmgewehr aufheben. Ich wollte. Aber warum ist der denn vom Turm gefallen? Warum? Sachen wieder. Das ist ein Scherz. Es darf nicht dein Ernst sein. Verzieh dich, verzieh dich, verzieh dich. Ein Sturmgewehr. Ich hole nur die Sachen, okay? Ja, vergiss es, die knallen mich ab. Scheiße. Die Sachen habe ich zurückgekriegt. Ach, geizig und dann. Ah, ein Zivilist immer noch geknallt. Ich habe ja nur mein eigenes Zeug zurückgeholt. Bombardierung schießt das Militär auf Stadt und begann dann mit Rebellen, Zivilisten abzuschlachten. Ich konnte nicht weglaufen. Da ich durch einen Granatsplitter. Ich konnte nicht einmal gehen. Ich war mir sicher, dass mein Alter mich zurücklassen würde. Dem Arschloch habe ich sowieso nie was bedeutet. Wieso sollte es jetzt anders sein? Sehr hungrig, komm. Nimm dir die Dose und du isst auch was. Es ist wieder kalt, es ist einfach wieder kalt. Militärstützpunkt, ne? Also selbst mit Mega States Action kriege ich die nicht alle umgeballert. Ich komme zu wegen diesem Schnee, Mann, 8 Tage. Wie soll ich das denn überleben? Die haben Hunger, ich muss Essen finden. Ich muss Essen finden, dann bringe ich die beiden durch. Wenigstens die beiden. Es lief so gut.
Ist jemand an der Tür? Ich habe immer noch keine Medikamente, Boy. Ich habe keine Medikamente. Kann ich dir nicht helfen? Zwei Grad, arschkalt draußen. Passt schon. Müssen wir die Nacht jetzt zu Hause verbringen? Das wäre undankbar. Eigentlich muss ich plündern. Eine ganze Menge, aber ich brauche das Zeug. Ich brauche den Stoff. Die haben hier, glaube ich, alle Waffen. Hier ist wirklich Vorsicht geboten. Es lässt sich nicht öffnen, okay. Jetzt wird er mit Brettern zugenagelt. Ich gehe hier wieder ein immenses Risiko ein, ne? Dass man nur so viel wie ich irgendwie. Da ist jemand drin eingesperrt, aber ihn zu retten bringt irgendwie nichts. Für den Notfall habe ich eine Knarre. Ich betone für den Notfall. Ich bräuchte ein Brecheisen. Hier sind noch welche im Haus, also. Oh ja. Was ich aber primär brauche, ist Essen. Wie sieht's damit aus, Leute? Habt ihr Essen hier? Hier gibt's da unten so. Oh, warte. Nein! Alter.
Da ist das Essen drin, aber da bin ich mir fast sicher. Ist auch wichtig. Ja. Yes, Baby. Ach komm, scheiß was auf die Knarre. Ist noch unwichtig. Bandagen, falls ich verletzt werde, leider nicht ersetzbar. Schrotflinte, ja, die bringt mir jetzt auch nichts mehr. Drei davon, komm. Gib mir fest mal, was lassen wir noch zurück? Hier Kräuterdinger, davon habe ich ein paar. Das Essen ist jetzt gerade das Wichtigste überhaupt. Was hast du noch dabei? Was ich dir vielleicht abnehmen muss, weil das nicht bleibt. Was absolut unersetzbar ist. Ein Messer. Ja, Messer ist jetzt nicht überlebensnotwendig. Ich habe hier eins. Boah, mich freut's, dass wir es überstanden haben. Puh, ja, hier ist noch einiges wertvolles Zeug, aber komm, wir dampfen ab. Ich hoffe jetzt einfach, uns hat keiner beklaut. Also zumindest nicht das wenige, was wir hatten. YOLO, jetzt Dampf ab hier, uns geht die Zeit davon. Ich will jetzt nichts riskieren auf die letzten Tage. Ich brauche einen Dietrich, dann mache ich die Kühlschranktür da auf. Dann sagen wir uns noch mehr Essen ein. Oh Mann, yes! Yes! Wir können das überstehen. Ich habe zwar kein Heizzeug mehr, das ist ein bisschen blöd, aber wir können das schaffen. Nein! Warum Essen? Warum hast du Essen? Naja, egal, gutes Karma, gutes Karma. Tages brauchte mir ein kleiner Junge eine Actionfigur mit abgebrochenen Armen. Diese Art von Kunststoff kann nicht gelernt werden. Meine Güte, sagte ich, das sieht ernst aus. Tränen schlossen in seine Augen und ich hatte nicht das Herz dazu, ihn wegzuschicken. Also sagte ich ihm, er soll morgen wiederkommen. Ich habe sie repariert. Berufsgeheimnis. Als er sie sah, sein Lachen den ganzen Raum erhellt. Ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Das Spielzeug habe ich auf den Straßen gefunden, als alles vor die Hunde ging. Komm, geh schlafen, hast ihr verdient. Wie sehr musst du essen? Nur hungrig und deprimiert.
kein Alkohol. Komm auch, du gehst schlafen. Wir haben nichts mehr zum Heizen, also. Ja. 5 Grad muss ausreichen. Nein, ist es nicht. Wir haben noch eine Schrotflinte zu Hause mit Munition. Da, 30 Munition. Ich bin froh, dass sie das hier nicht geklaut haben. Das ist ja das ist absolut. Ich meine, auf diese 2 Essen, vielleicht komme ich noch ohne aus. Es muss gehen. Wasser ist auch egal. Hätten die nur das Wasser geklaut, wäre mir lieber gewesen, aber ist jetzt auch egal. Hey, warte, der Schnee ist weg. Der Schnee ist weg! Oh Mann, ich glaube, wir haben den Winter überstanden. Javan heute Morgen wurde auf dem Weg zur Arbeit von einem Schaft. Wir werden ihn vermissen. Wärmer werden. Die Temperaturen sollten in den kommenden Tagen weiter steigen. Dies dürfte den Bewohnern etwas Erleichterung bringen. Alles klar, wir schaffen das. Wir kommen durch, Leute. Wir schaffen das. Klassische Musik. Ich habe mir heute morgens am Marktplatz einen Mörser gerannt und hat 60 Menschenleben gefordert. Zahre ich weitere Opfer verletzt. Eieiei. Krieg bleibt immer gleich. An dem Spruch ist echt was Wahres dran.